Wir haben in den letzten 5 Jahren hier in 4 verschiedenen Sonder- und Untersuchungsausschüssen den Bereich der Steuerkriminalität und auch der Geldwäsche aufgearbeitet. In der Folge gab es in diesen 5 Jahren mehr Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität als in den letzten 20 Jahren davor in der Europäischen Union. Doch wichtige Vorschläge der Europäischen Kommission sind jetzt blockiert im Rat der Mitgliedsländer. Mich ärgert es unsäglich, dass die Große Koalition in Deutschland auch daran mitwirkt, eine europäische Digitalsteuer und eine verbindliche Steuertransparenz über die Steuerzahlungen der Großunternehmen im Rat der Mitgliedsländer zu blockieren. Es wird Zeit, dass diese Blockade gegen die Steuergerechtigkeit endlich ein Ende findet. Und das muss auch Thema in diesem Wahlkampf werden. Man kann nicht von Steuergerechtigkeit hier im Europäischen Parlament reden und dann in den gleichen Parteifamilien von Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberalen im Rat der Mitgliedsländer diese Vorschläge blockieren.